Schade, dass ich keine Granaten habe, sondern weiß ich nicht. Warum ist Finn nicht hier? Er könnte, schön an ihm ein paar. Kann schon sein, der Besa ist noch nicht tot. Lebt noch. Kann der sterben? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Oh, der ist schon. Weg da, weg da. Hier ist meine Schusslinie. Oh. Ich würde sagen, der Vogel ist ganz schön hinüber. Nein! Standard. Es brennt. Jetzt glaube ich, davon ist hin. Das bildest du dir nur ein. Komm, ich helfe dir mal rüber. Ja, hilf mir mal. Aber nur heute und dann. Morgen wird 50 Millionen. 50 Millionen von einem Part zu einem springen, Alter. Nicht ganz. Wow! Kommst du so lange hoch oder musst du dir helfen da? Darum nicht, dass ich helfe. Ich glaube, ich komme selbst rein, oder? Ja, meine ich, glaube ich auch. Nein, ich hänge immer noch dran. Ah, da hat ein Tank jetzt dabei. Immer Satz dabei, ich weiß doch. Ich kann mir nur doch nicht antun. Wie man das geschützt? Knack oder wie der heißt, da besiegt. Oh ja. Spaß an den Gecken ganz. Wo ist er denn? Seh nicht. Da kommt was. Leute, hier bringt sich dann ja auch nicht das Schiss auf den Helikopter. Ja. Die tragen immer. Ducken! Ja, warum duckst du dich? Was? Schau, ich duck dich mal. Ich will mich nicht ducken. Wenn man bedenkt, man hat hier keinen Faden, weil sie schießt ja auf die Klippen, ne? Ja, man hat ja so ungefähr. Das ist abgefahren. Sogar für mich. Wir müssen die Raketen abschießen. Ich bin hin, ne? Ich auch. Und jetzt? Ja. Könnte ich also viel machen müssen, bis der Wagen durchlaufen ist. Ich glaube, dann stehen wir nochmal kurz auf. Ich hab ihn erst. Oh Gott, nein, er schießt auf mich. Ich auch. Ich bin tot. Ja, ich steh wieder auf. Nein! Sherry! Hat er gerade Nein geschrien? Ja. Nein, ich krieg mein Geld nicht! Ich stell vor so, nein, ich krieg mein Geld nicht! Das wäre hart, ey. Das hab ich eine geringste Sorge. Das wird ja immer besser. Oh ja. Mustang. Heißt der Typ. Das weiß ich nicht. Ja, da stand eben oben. Hauptsache, die, wenn man ihn tötet, soll er tot sein. Das ist die Hauptsache. Solange man sie töten. Solange sie den bleiben, wenn man sie tötet. Ja, stimmt. Das hat einer bei. Marco. Bei Chris Szenario, was hat das einer? Marco. War echt Marco? Mhm. Die! Kann ich kurz ducken, während meine Kanone sich wieder abkühlt. Ja, ich schieße auf seinen Hubschrauber. Oh, Hilfe! Ah! Das ist nicht schon wieder der Schieße. Das ist die Rakete. Ich lebe noch und du? Ich auch noch. Jetzt nicht mehr. Alter. Ja, die ist das eingedrückt, ne? Die Henne, ey. Warte, ich geh mal kurz das Play. Du Arsch! Wow, wo schieße ich denn hin? Die werden gerade gesprungen. Okay, überhitzt. Ja, ich laufe jetzt. Aber ihr könnt es abkühlen, die Rakete. Und die Rakete ist MG. Und der schießt mich ab, die Sau. Da ist noch ein Helikopter rechts. Ich bin in den Helikopter. Ja, sag mal. Jetzt mit dir mal. Ich glaube, den können wir gar nicht abknallen, rechts. Wenn wir nicht da, wo der dran hängt. Aber den können wir nicht jagen. Ich glaube, der kommt nicht mehr zu uns rüber. Die Arsch, komm mal wieder her. Komm, wir müssen aufs Heck schießen von dem Helikopter. Da kommt noch ein Helikopter. Ja, ich sehe ihn. Ich hab ein Visier. Also, hätte ihn im Visier. Nee, ich muss mich kurz ducken. Müssen. Kann sein, dass er sich verbuggt hat, irgendwie der Helikopter da nicht mehr herkommt. Ich habe irgendwie so das Gefühl. Nee, er dreht durch. Jetzt muss ich das Kick denn gleich machen mit dem Skullschirm, oder? Auf welchen Tank? Schon gemacht. Okay. Muss ich, glaube ich, alles machen jetzt.
zumindest das mit dem Fallschirm muss ich machen. Ja. Ich auch. Muss auch X drücken irgendwie. Ich hab schon. Okay. Ich glaube, einer muss, damit halt einer den Fallschirm greift oder so. Aber. Ja, also. So Leute, und jetzt guckt euch mal den Scheiß an. Ja. Upsala. Jetzt fallen wir genau so schnell wie der Propeller. Sogar noch schneller. Ja, und ich glaube, jetzt wird auch so ein bisschen nochmal das wiederholt, was man in. Was Resident Evil 2 eigentlich gelehrt hat. Ich habe einen Weg dazu gekillt. Einen. Hast du eine bessere Präzision gehabt? Ich bin da irgendwo gestorben. Okay. Trotzdem bei der Aare. Jo. Jetzt kann ich mal kurz gucken, wie viele Punkte habe ich jetzt? Habe ich vielleicht genug für die unendliche Munition? Ah, natürlich nicht. 62.000 habe ich. Ich auch. Also ich habe 62.700 habe ich jetzt, genau. Ich habe 62.050. Gut. Okay. Okay. Was war meine Identität von mir? Ist nicht feierlich hier. Nicht wirklich, nein. Und kurz was trinken. Ja, ja, muss ich mal dann mal was holen. Ich hab nichts mehr. Ich schon, ich habe noch eine halbe Cola-Flasche stehen. Du Glückliche. Und die halbe andere Cola-Flasche habe ich in meinem Bierkrug, der hier steht. So, jetzt wichtig. Ha? Wichtige Szene. Für Leute, die Sherry noch nicht kannten. Ah, stimmt, genau. Ja. Tut weh. Ja. Was mache ich jetzt? Ziehen Sie es raus. Nein. Ah, ja, genau, jetzt erinnere ich mich wieder, stimmt. Ja, ich weiß, was jetzt passiert, okay. Ja, stimmt, ich weiß es wieder. Und der Jake weiß es ja auch gar nicht. Nee. Stimmt. Auf deine Verantwortung. Oh, ich Gott. Vor allem, die müsste eigentlich tot sein. Geh. Oh mein Gott, wie würde sie gerade hinbekommen, echt? Fressen. Weißt du, was jetzt wunderlich ist? Hm? Wenn wir gleich weiterspielen, dann hast du die Riss in der Jacke nicht mehr. Erklär mir, was da gerade passiert ist. Lange Geschichte. Ah, ihr Vater hat uns auch den Videos gespürt, gell? Ja, bei ihm sah es ein bisschen anders aus. Haben sie schon, nur, dass er mutiert ist und sie nicht. Öfter, als ich ertragen konnte. Er hat es ja bei ihr gemacht, glaube ich, um sie zu beschützen, gell? Ist ja quasi unsterblich. Nee, ich glaub, nee, wieso eigentlich? Muss ich überlegen. Ich glaube, um den Givius zu sichern, weil es war ja irgendwie, war ganz narrisch drauf, dass er seine Kreation da beschützt irgendwie. Es ist so mein Givius, ich hab's erfunden, so ist eine Art. Ihre Daten, die Blut- und Genomanalyse, alles, was wir zur Herstellung eines Impfstoffs brauchen. Nein. Alles, was ich brauche, um meine 50 Millionen zu kriegen. Geld geiler. Ja. Nicht mal hier. Na gut. Also los, Supergirl. Fangen wir an zu suchen. Supergirl. Ach, deswegen nennt er sie auch Supergirl. Ja, so. Bevor wir weiter machen, ich mache hier einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder, okay? Willkommen zurück zu Let's Play Together Resident Evil 6 Jake Scenario. Yay, meins! Das ist der Kimiki LP. Und STO Story Micro von der TTC. Also wir beide von der TTC. Wir sind beide von der TTC, ja. Hier bricht irgendwie alles ein. Ja, nichts für auf. Voll auf Kopf gekackt. Ja, wer es vielleicht nicht ganz mitbekommen hat, weil wir einen Schnitt machen müssten. Endlich haben wir mal Glück. Okay. Wir müssen drei Datensätze einsammeln. Genau, da haben wir jetzt um die Karte. Da geht es um mich, oder? Es gibt drei Speicherchips. Die Karte hätte man immer. Ich hab sie beim Absturz verloren. Geil. Und hier gibt es eine Waffe zu holen. Unsere Sniper. Genau, die habe ich aber schon natürlich schon, deswegen. Die haben wir beide schon. Deswegen ist sie weg. Aber die würde normalerweise hier vorne liegen, irgendwo hier da. Ja. In den Kisten. Ja, irgendwo. Deswegen liegt hier auch meistens Munition dafür um. Also, ja. Wenn sie dabei wäre, wäre ja auch Munition. Das habe ich bei jeder Waffe so. Liegt irgendwo in der Nähe Munition von der Waffe dann irgendwo um.
Wo bist du hin? Ich komme. Ach, da bist du. Das ist schön, dass man hier auch mal eine Karte hat, weil das hat man ja sonst im ganzen Spiel nicht. Ich finde es cool, ich finde schon, man hätte die eigentlich die ganze Zeit. Nur, dass es ein bisschen irritierend ist, dass die Karte das sich nicht Jabo. Dreht, wenn du sie dich drehst. Sie stecken in einem Kokon. Moment. Nein. Scheiße, ich wollte gerade zerstören mit meinem Elektrostapel, aber... Ja, Pech gehabt, ne? Ich hasse die Vögel. Man sieht die so voll schlecht, weißt du? Die sind auch so schwarz und ich sehe sie kaum. Ach so, automatisch nachladen habe ich jetzt ausgemacht, übrigens, Leute. Ich auch. Also ich muss immer mit 4 nachladen, wenn du X drückst, dann lädt er nicht mehr nach. Also wenn du einfach weiter schießt, dann lädt er nicht von selbst. Ja, oh, Punkte. Hier war noch ein Vogel. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Oh, ich sehe nichts mehr, ey. Ah ja, war schwer hier. Ich glaube, wir haben jetzt nur einmal Punkte bekommen, oder wie? Ja. Darf ich mich noch was testen? Ja, er lädt jetzt auch, wenn ich einfach nur 4 kriege, schneller nach als sonst. Wir müssen hier lang, ne? Jo. Ja. Sag mir nicht mein PDA. Ja, oh. PDA hier. Seht's nochmal. So sieht's aus. Darunter. Ja, Jabo. Ich hol mal den Datenchip. Viel Spaß mit meinen Freunden. Danke. Die Frau dafür als Mann oder was? Ja, klar. Ich krieg das Geld. Ich muss ja nicht arbeiten und du. Ja, genau. Deswegen. Weißt du, was ich mich schon freue? Oh, Hilfe! Frau Korf, wenn sich so einer gerade mal. Du kannst elektroschockisieren doch. Mach ich gerade. Aber irgendwie. Bringt das dem nix? Ich hab mich auch schon. Doch, Elektrostab versucht. Da passiert nichts bei. Wo ist denn der jetzt hin, der Vogel? Da ist er. Das ist ein Vogel, ne? Siehst du den? Vogel? Ja. Wo? Ach da. Oben. Ist meistens oben zu sehen. Nein, nicht mehr. Mensch, mit auch mal. Move, Mini! Ach, 500 Punkte. Der hat einen Panzer bekommen. Egal, ob du vielleicht doch Faust machen oder nicht, nein. Aua. Man muss den Headshots verteilen jetzt, oder was? Hinter dir. Vorsicht, er lebt noch. Na, so geht's auch. Gut. In der war. Sehr anfällig gewesen. Ein Turm war's, oder? Was für eine Figur. Keine Ahnung. Ja, danke. Das war ein Jill-Tritt. Ein Jill-Like-Tritt. Das sind auch die neue Leute, die man auf der Stahlbestie bekämpft. Nur so nebenbei. Ich weiß nicht, warum diese Leiter hier ist. Die führt zu nichts irgendwie. Ich habe auch schon geguckt, vielleicht ist irgendwo ein Emblem. Ne, nicht. Da ist nix. Nada. Niente. Ich sehe nichts mehr. Zu. Ich will. Zu nach rechts hoch. Ja, ich will mich aber. Ich sehe aber nichts erstmal. Ich muss erst. Ja, ja, gut, ich kann mal. Du kriegst Licht. Ja, das war gerade nicht gut, weil das wirbelt den Schnee doch wieder auf. So. Weißt du, was passiert, wenn man von da oben hochrennt und dann auf einmal rutscht? Ja. Schon getestet, oder? Ja, ich wollte nicht mit dem Schneemobil fahren, aber... Gott. Und man darf sich hier nicht treffen lassen, weil sonst fällt man runter. Abschießen lassen meinst du, oder was? Oder schlagen lassen? Ja, beides auch nicht. Wenn man irgendwie getroffen wird vom Schuss, fällt man wieder runter. Nein, jetzt kommt jetzt auch so ein Mutant. Hier, das Bein. Ja. Gib mir was. Ja, scheiße, zu spät. Ja. Ich weiß das zu schätzen. Vorsicht, Sniper. Oh oh. Dankeschön. Jetzt wird sich hier eiskalt im Liegen. Ja, ich steh auf, Mann. Oh shit. Ja. Da wo der Stein nicht drin rutschen. Gut, ich lebe noch.
Betonung auf noch. Ja, also so ist es mit vielleicht dem Point, dem Fadenkreuz etwas leichter zu zielen, damit man, weil man noch die weißen Punkte hat, in denen man sich ein bisschen orientieren kann. Aber der Laserpointer, der, sobald der, wenn du halt oft hintereinander schießt, der zieht halt auch den Laserpointer. Und dann ziehst du halt irgendwann sonst wohin. Aua! Och, Idiot! Ich falle gerade durch das Eis durch und so. Kann ich dir eigentlich helfen? Nee, glaub ich nicht. Du bist zu schnell, ich kann dir so gar nicht hinterher, ey. Du bist hinterherrutschen. Jetzt hat das auch mal gesehen, was passiert, wenn man halt nicht, Aua, falle gegen Stein auch noch. Ist beim Laser, ist beim Fadenkreuz egal, wenn der Laserpointer zieht trotzdem in die Mitte? Nee, also der, das Kreuz verzieht ja auch so ein bisschen. Ich mach jetzt auch mal den Fadenkreuz, wieder rein. Aber ist relativ einfacher. Das Fadenkreuz zuckt halt mal kurz nach oben, aber der Laserpointer, wenn du halt oft jemanden umschießt, geht halt oft mal aus dem Fadenkreuz raus. Das ist er durch. Lust mitzufahren? Nein, ich hatte. Da oben gibt es übrigens zwei Embleme. Ich komme mal hoch, gerannt. Vorsicht! Ja, da kommt was, ja, okay. Oder da kam was, eher gesagt. Headshot! Ich gehe erstmal nach oben, damit mich dann keiner mehr runterschießen kann. Sind es Embleme, die nur du bekommen kannst, oder? Nee, du auch. Ach gut, weil die habe ich dann 100%. Doch, eins habe ich bei so einem LKW, bei so einem Bagger. Da. Ja, das habe ich bei dem Bagger dann. Im Bagger drin. Im Führerhaus. Ja, im Führerhaus. Ja. Du brauchst es eigentlich gar nicht mehr abschießen. Ich mach's aber, weil es Leute gibt, die es nicht haben. So. Wo ist die zweite? Wir müssen mit Brücke erstmal. Achso, okay. So. Kann man das von hier aus schon sehen? Nee. Ah, okay. Wenn das geil, wenn die Brücke so zusammenkrachen würde und man müsste sich dann da hochklettern, wie als wäre das die Leiter, dann müsste man einen anderen Weg wieder nach zurückfinden. Das wäre auch geil geworden, wenn sie sowas eingebaut hätten. Ich finde es aber auch ein bisschen näher, weil es kommt, weil es ist irgendwie immer sowas, ne? Stimmt, man hätte eigentlich damit dann gerechnet. Irgendwie. Ja. Weil in jedem Resident Evil Teil passiert sowas. Ich sehe nichts mehr, ey, das ist schlimm hier. So ein kleiner kurzer Schneesturm, da bist du blind. Hier kam wieder ein Vogel, ne? Oder zwei sogar. Da ist schon mal sowas hier. Moment mal, ich probiere mal, ob ich da irgendwas ausrichten kann mit dem Elektrostab. Wo bist du denn? Ich hab dich und den Dingens gerade gar nicht mehr gesehen. Aber eigentlich bei Resident Evil, bei Chris-Szenario konnte man das Ding einfach zerschießen oder Schrotflinte. Ich kann da nicht ausrichten gegen das Ding. Siehst du? Einfach mit Schrotflinte drauf gebombt. Okay. Und kaputt. Normalerweise ist es doch Elektro-Dinger, ne? Eigentlich ja. So, hier. Also, naja, hier ist noch einer. Und wohl war hier so ein Ding? Ach, hier. Kacke. Wir können los. Nein, hatte ich noch nicht. Cool. Bis ich zum Schneemann werde. Meinst du irgendeine Schatzkiste? Ja. Neben dran. Oh, 4000. Blendgranaten und Blendgranaten. Was ich ganz gut finde. Ich nehme jetzt mal in die Hand, falls Vögel kommen. Oh, ich sehe gar nichts, ist ja schwarz, ey. Und wenn wir jetzt gleich mit dem Ding fahren, dann kommt auch noch ein Emblem. Ganz fies versteckt. Du so musst es nach der Hütte dann, ja, aber du musst es beim Fahren holen. Wie soll ich das bitte machen? Ich kann doch beim Fahren gar nicht schießen. Überfahren. Drüberfahren? Ja. Ist es dein Ernst? Ja. Drüberfahren? Ja. Du Scheiße. Ich fahre dir einfach mal hinterher, okay? Ja, du musst ziemlich wenn wir in einem Tunnel sind schon, dann ist es spät. Es ist kurz vorm Tunnel. Okay. Das ist eins, was... Kurz bevor er sagt, springen! Nee, das ist noch etwas weiter davor. Warum kann ich hier runter springen? Achso, okay. Wo müssen wir lang, da hoch und... Ja, zurück wieder, ne? Ich fahre da runter gleich mal. Also ich rutsche wieder mal runter.
Achso. Achso, ja, mach ich mit. Wer jetzt auch so unten ist, komm. Och nee. Wo geht's lang? Okay. Ja, jetzt bist du schon vor mir. Ich bin auch noch gegen Stein gerannt. Oh, scheiße, das war zu spät. Ja, ich rutsch schon. Ja, ich auch. Jetzt. Ja, du bist gecheatet, du bist weiter vorgelaufen. Jetzt auf den Schlitten, da wär's richtig schwer. Kann man auch schießen? Ja. Ah, da war gerade das Ding. Fuck, oder? Ja. Ich bin knapp, ich bin hier gelandet. Glück gehabt, würde ich mal sagen. Oh. Boah. Egal, ich war auf jeden Fall erster. Ja, ja, gut. Ich will trotzdem mal zeigen, was ist, wenn man hier hochgeht, was dann noch so ist. Wir müssen also so hoch. Nee, müssen wir nicht. Hier wäre also hier noch so ein... Ja, sagt er, dass wir hoch müssen. Fass mit Ding. Mach schön. Brauchst aber nicht, brauchst aber irgendwie nichts, deswegen... Keine Ahnung, was das ist. Macht trotzdem Spaß, was in die Luft zu werden. Also wenn da jemand weiß, was das bedeuten soll, kann er gerne mal einen Kommentar schreiben. Oh, da haben wir noch viele andere Sachen, was bedeuten soll. Zum Beispiel hier die Leitung, wenn man da hochgeht, ist da oben nicht. Mhm. Da oben ist ja nichts, wenn man da hochklettert. Nicht wirklich. Siehst du, hier ist dann fertig. Also was bringt das hier? Tja. Keiner weiß jetzt. Naja. Vielleicht kann man hier irgendwelche Gegner absnipern besonders gut oder sowas halt. Ich rutsch schon mal durch den Schacht. Okay, wo ist noch der Schacht? Okay, ich nehme Anlauf und rutsch. Und da in dem Schacht ist auch was drin, Leute. Also immer schön vier klicken, während man da reingeht. Den kenne ich noch nicht, den Schacht. Ich krieg einfach die ganze Zeit vier, weil hier im Schacht ist, liegt meistens was. Ein grünes Kraut, rotes Kraut. Ich habe grün und rotes Kraut bekommen. Ich bin voll. Jo. Ich habe mal was gesehen, da war aber auf jeden Fall was. Jetzt habe ich grünes und rotes Kraut gekriegt und ein warum, grünes Kraut habe ich noch. Warum habe ich diese scheiß Munition bei mir, diese Munition bei mir drin, die ich gar nicht brauche? Oh mein Gott, ich habe 10 Blendgranaten. So, wir können töten, wenn du willst. Ja, ich will jetzt töten. Du bist falsch, du musst enden lang. Ja. Oben sind wir gekommen. Stimmt, wir müssen nach hinten lang. Fail. Wir sehen uns dort. Ja. Warte mal, nochmal 2 Tabletten einschnappen, dann bin ich wieder voll. Ach, shit. Wie auch immer. Die Kirsche kommt dir nach. Klasse! Was ist los? Nichts. Du kommst mir nach und ich sag klasse. Danke. Auf Danke kann man immer noch nicht antworten, ist scheiße. Anstatt dass man sagen könnte, bitte sehr oder gerne. Sehr gut. Schön, oder was. Was ist gerade gesagt? Danke. Sehr gut. Danke. Nein. Oh, na komm her. Okay. Plager? Tot. Sah eben plagermäßig aus, dass du Blindgranate geworfen hast für den. Nö, ich hab nur geschmissen, damit sie auf dem Boden bleiben. Achso. Das ist wie bei Resident Evil 5, diese fliegenden Viecher oder einmal Blendgranate liegen sie auf Boden. Mhm. Fähigkeiten. Was ich dir gezeigt habe. Was? Was ich dir gezeigt habe. Mhm. Möchtest du nur mal erwähnen. Ein Superfahrzeug. Zumindest wissen wir, wer das Feuer angemacht hat dann. Hm. Hat sein Feuerzeug liegen lassen da. Ich hole Hilfe, der Treffpunkt kann nicht mehr weit sein. Oh, oh, warte! Nichts überstürzen. Nichts überstürzen, ja. Das Feuer macht auch nicht mehr lange. Mhm. Wir sollten diese Kohors verbrennen irgendwie. Ich bring die was. Na? War das schon immer so? Das mit dem Heilen? Mein Vater war Wissenschaftler.
William Birkin. Er arbeitete an BOWs, als der Unfall geschah. Zum Glück. Wenn du das Video gut findest, gib einen Daumen hoch oder hinterlasse einen positiven Kommentar. Viel Spaß mit diesem und anderen Videos wünscht dir die TTC. Wenn du mehr von der TTC sehen willst, besuche den Kanal oder besuche den Kanal von Mr. Kiwi KLP Daniel 666 oder Black Toanime.